Wie siehst du die Deutsche Bank? Langjährige Talfahrt, nun mit plus 5% ins neue Jahrzehnt gestartet und hält sich seitdem stabil. Wird es nun wieder für Investoren interessant oder lässt du weiter die Finger davon? Ja gut, also im Prinzip, ich lasse auf jeden Fall die Finger davon. Das hat aber jetzt nichts mit der Deutschen Bank grundsätzlich zu tun, sondern das hat eben mit Finanzwerten zu tun. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Finanzkrise definitiv zurückkommt in dem Moment, wo die EZB die Zinsen erhöhen wird. Und dann gibt es natürlich wieder diese erhöhten Kreditausfallrisiken der Firmen, der Länder und so weiter. Also Finanzwerte sollte man weiterhin meiden, denke ich, aber ich gebe dir absolut recht. Also die Deutsche Bank sieht im Moment stark aus und sie hat natürlich auch hier jetzt diese Gewinne halten können. Auch der kurzfristige Rückgang durch das Coronavirus hat sich also nicht massiv niedergeschlagen. Also technisch hat sich auch das Bild sehr stark verbessert. Also wenn wir uns die Durchschnittslinien angucken, also seit langer, langer Zeit wurde eben auch die 200-Tage-Linie, die 150-Tage-Linie zurückerobert. Also sie schleicht sich jetzt wirklich, hat man so das Gefühl, auf leisen Sohlen nach oben. Und natürlich, also ich meine, die Deutsche Bank hat eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden. Das ist ein absoluter Witz. Also ich glaube, es gibt keine internationale Bank, die so leicht ist in der Marktkapitalisierung. Natürlich hat die Aktie das Potenzial, sich zu vervielfachen, wenn die jetzt endlich mal wieder in die Spur kommen. Und von dem her denke ich, ist das auf jeden Fall ein legitimer Zug. Gerade auch jetzt, wo sich die technische Situation deutlich verbessert hat. Also ich finde die Aktie zum Zocken, zum Spekulieren im Moment wirklich interessant. Ich persönlich mache es nicht, weil ich es nicht, weil ich einfach lieber fundamental gute Aktien habe. Wie Warren Buffett so schön sagt, wer nicht bereit ist, eine Aktie 10 Jahre zu halten, darf sie auch keine 10 Sekunden im Depot haben. Und die Deutsche Bank würde ich definitiv nicht die nächsten 10 Jahre halten wollen. Aber wer jetzt eben hier darauf setzen will, dass jetzt, nachdem ja praktisch so gut wie in Vergessenheit geraten ist, die Deutsche Bank, es spricht ja keiner mehr über sie, der Markt ist komplett ausgetrocknet. Also damit hat die Aktie sicherlich eine Chance, eine gute Chance, jetzt wirklich irgendwann in die Puschen zu kommen, nach oben zu drehen und auch deutlich Gewinne zu bringen. Also für Menschen mit wirklichem Risikopotenzial, die gerne auch mal Risiken nehmen, es ist ein legitimer Zug. Jetzt ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst dir dieses relevante Video anschauen oder diese relevante Playlist anschauen oder unseren Kanal abonnieren oder unseren englischen Kanal Big Eye abonnieren. Bis zum nächsten Mal.